Es ist nicht leicht, Mensch zu sein. Denn wir müssen in dem Bewusstsein leben, dass nichts von dem, was wir lieben, Bestand haben wird. Bald nach unserem Tod wird sich niemand mehr daran erinnern können, wer wir waren, worauf wir hofften und wie sehr wir uns darum bemühten, unserem Leben einen halbwegs tragfähigen Sinn zu verleihen. Kaum sind wir fort, wird es so sein, als ob es uns nie gegeben hätte. Ein wandelnd Schattenbild nur ist das Leben. Ein armer Komödiant, der auf der Bühne sich spreizt sein Stündchen und dann nicht mehr vernommen wird. Ein Märchen ist's, erzählt von einem Dummkopf, voller Klang und Wut, das nichts bedeutet. Wir sind nicht nur, wie alle höheren Lebensformen auf der Erde, mit allen erdenklichen Arten des physischen und psychischen Leids konfrontiert. Wir wissen zudem auch noch, dass wir diesen Übeln nicht entgehen können, wie sehr wir uns auch immer anstrengen mögen. Diese Ausweglosigkeit zu ertragen, ohne zu verzweifeln, ist keine Lappalie. Und es grenzt fast schon an ein Wunder, dass die meisten von uns ihr Leben so tapfer meistern, ohne dem Irrsinn zu verfallen. Angesichts der Erfahrung des Absurden, der Widrigkeiten des Lebens und der Ungerechtigkeit der Welt sehnen sich viele Menschen ein Happy End herbei, das ihrer Existenz Sinn verleiht. Hieraus speist sich bis heute die große Attraktivität der Religion. Die Religion dient nicht nur zur Betäubung des Daseinsschmerzes. In ihr äußert sich auch der ohnmächtige Protest gegen eine Welt, die so, wie sie ist, nicht sein sollte. Allerdings haben die Religionen nicht unwesentlich zur Aufrechterhaltung des sozialen Elends sowie zum Niedergang der Kultur beigetragen. Mit der Ernennung des Katholizismus zur Staatsreligion im Jahre 380 kam eine Dogmenkultur an die Macht. Die autoritäre Wahrheitsgewissheit der Kirche und ihr dominierendes Jenseitsdenken paralysierten Kreativität und Forschung, Bildung und Wissenschaft. Erst die Renaissance-Humanisten des 14. bis 16. Jahrhunderts konnten sich durch den Rückgriff auf das antike Erbe allmählich aus der religiösen Umklammerung befreien. Im 19. Jahrhundert griff Wilhelm von Humboldt Ciceros Idee der Humanitas auf und machte sie zur Grundlage einer großen Bildungsreform, in deren Folge überall in Deutschland humanistische Gymnasien entstanden. Wenn es eine Idee gibt, die durch die ganze Geschichte hindurch sichtbar ist, so ist es die der Menschlichkeit. Humboldt hoffte, dass die Auseinandersetzung mit der griechisch-römischen Kultur zu einer vollen Entfaltung des Menschen führen würde. In der Praxis jedoch mutierte die Beschäftigung mit alten Sprachen zum sturen Pauken griechischer und lateinischer Vokabeln. Mit den Prinzipien der Humanität hatte das wenig zu tun. Anders als der bürgerliche Humanismus Humboldts, der sich an der griechischen und römischen Antike orientierte, beruhte der sozialistische Humanismus auf dem Glauben an die revolutionäre Kraft des Proletariats. Karl Marx und Friedrich Engels waren davon überzeugt, dass die Arbeiterklasse dazu bestimmt sei, alle Formen der Ausbeutung zu überwinden und die Menschheit ins Reich der Freiheit zu führen, in der die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Doch auch diese Utopie erfüllte sich nicht. Nach den stalinistischen Säuberungsaktionen und den Gräueltaten der Nationalsozialisten, von denen viele eine humanistische Schulbildung genossen hatten, war den meisten klar, dass sich die Ideale der Humanität weder über den bürgerlichen noch über den sozialistischen Humanismus erreichen ließen. Wie aber sollte es weitergehen? Der erste Generaldirektor der UNESCO, Julian Huxley, brachte das Problem auf den Punkt. Im gegenwärtigen Zeitalter der verlorenen Illusionen, nach zwei großen Kriegen,
haben wir einen weitgehenden Zusammenbruch überlieferter Glaubensüberzeugungen erlebt. Huxley befürchtete, dass das Fehlen eines zeitgemäßen Weltbildes zu Chaos, Verzweiflung oder zur Flucht aus der Wirklichkeit führen werde. 1945 skizzierte er in einem UNESCO-Grundsatzpapier ein Rahmenkonzept, aus dem 1961 der evolutionäre Humanismus hervorging. Eine Weltsicht, die in den letzten Jahren viele neue Anhänger gefunden hat. Julian Huxley wurde 1887 in eine der einflussreichsten Gelehrtenfamilien Englands hineingeboren. Sein Großvater Thomas Henry Huxley hatte als der wohl wichtigste Weggefährte Darwins die Evolutionslehre mitbegründet. Sein Bruder Aldous Huxley errang Weltruhm als Autor des Science-Fiction-Romans Brave New World. Sein Halbbruder Andrew Huxley wurde mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Zunächst sah es so aus, als würde Julian Huxley ganz in die Fußstapfen seines Großvaters Thomas treten. So avancierte er mit dem Werk Evolution, The Modern Synthesis zu einem der Begründer der modernen, synthetischen Evolutionstheorie. Doch anders als Thomas Huxley mischte sich Julian Huxley mit großem Engagement in die internationale Politik ein und spielte eine tragende Rolle bei der Gründung der UNESCO. Schon im Vorfeld hatte Huxley darauf hingewirkt, dass aus der geplanten UNECO, der UN-Organisation für Education and Culture, die UNESCO, die UN-Organisation für Education, Science and Culture wurde. 1946 wählte ihn die Generalversammlung zum ersten Generaldirektor der neuen Weltorganisation. Nach seinem Ausscheiden aus der UNESCO entwickelte Huxley mit befreundeten Philosophen, Schriftstellern und Wissenschaftlern das Konzept des evolutionären Humanismus, das in den 1960er Jahren auch in Deutschland diskutiert wurde. Danach jedoch verlor das Konzept schnell an Strahlkraft. Als Julian Huxley 1975 im Alter von 87 Jahren starb, schien es, als sei die Blütezeit des evolutionären Humanismus endgültig vorbei. In den letzten Jahren jedoch wurde der evolutionäre Humanismus wiederentdeckt. Maßgeblichen Anteil daran hatte der deutsche Philosoph und Schriftsteller Michael Schmidt-Salomon, der Huxleys Ideen aufgriff und aktualisierte. Dies führte 2004 zur Gründung der Giordano-Bruno-Stiftung, der sich inzwischen viele renommierte Wissenschaftler, Philosophen und Künstler angeschlossen haben. Ein einzigartiges Netzwerk von Menschen, die sich für die Ziele des evolutionären Humanismus einsetzen. Unterstützt wird die Stiftung heute von über 6000 Fördermitgliedern und 50 Regional- und Hochschulgruppen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz Veranstaltungen und Aktionen durchführen. Aber was verbirgt sich hinter dem Begriff evolutionärer Humanismus? Der evolutionäre Humanismus bringt die Prinzipien der klassischen humanistischen Ethik in Einklang mit den Ergebnissen der modernen wissenschaftlichen Forschung. Als evolutionäre Humanisten treten wir entschieden für die Werte der Aufklärung ein, für kritische Rationalität, individuelle Selbstbestimmung, für Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Allerdings begreifen wir den Menschen nicht mehr als Krone der Schöpfung, sondern als Neandertaler von morgen. Wir nackten Affen sollten uns wirklich nicht zu viel darauf einbilden, dass wir die Körperbehaarung abgeworfen und die Smartwatch angezogen haben. We are children of evolution. We are children.
Förderung des evolutionären Denkens ist eines der zentralen Ziele der Giordano Bruno Stiftung. 2009 nutzte die Stiftung den 200. Geburtstag Charles Darwins und das 150. Jubiläum der Veröffentlichung seines Buches über die Entstehung der Arten und veranstaltete neben Symposien, Vorträgen und Podiumsdiskussionen auch eine große Darwin-Geburtstagsparty. Danke für die Inspiration. Prost, Charlie, altes Haus. Happy Birthday to you. Die GBS-Aktion Evolutionstag statt Christi Himmelfahrt stieß in den Medien auf erstaunlich positive Resonanz. So stimmten bei einer Spiegel-Online-Umfrage knapp 70% der Leser dafür, Christi Himmelfahrt in Evolutionstag umzubenennen. Was war das nochmal für ein Wort? Evolution! Von dem Universum, wie die Erde entstanden ist. Vom Urknall und der Entstehung unseres Sonnensystems. Von der Ursuppe und den ersten einzelligen Urleben. Es waren so welche kleinen Tiere im Wasser entstanden, ja, und danach sind die größer geworden, sind die zu Fische geworden. Danach sind Tiere am Land entstanden, so was ähnliches wie Krokodile. Und danach sind daraus die Dinosaurier geworden. Menschenaffen. Ja, Menschenaffen. Früher waren die Menschen eigentlich Affen, aber die haben sich zu Menschen entwickelt. Und dann waren die ersten Affen was, die auf zwei Beinen stehen konnten. Die Evolutionstheorie ist sicherlich eine der wichtigsten Grundlagen für ein modernes Weltbild. Dennoch wird diese Theorie in unseren Schulen erst spät gelehrt, während religiöse Schöpfungsmythen oft schon in der ersten Klasse behandelt werden. Dabei lernen Kinder, dass zwischen Mensch und Tier ein nicht überbrückbarer Unterschied besteht. Hingegen meinen Evolutionsbiologen wie ich, dass wir Menschen mit anderen Tieren durch eine ununterbrochene Lebenskette verbunden sind. Dass es wichtig und richtig ist, diesen bereichernden Ansatz möglichst früh schulisch zu vermitteln, dafür setzt sich das Projekt EvoKids ein. Um ein realistisches Bild der Welt zu entwickeln, sollten Kinder möglichst früh mit den Erkenntnissen der Evolutionsbiologie konfrontiert werden. Darum widmet sich eine der ersten großen Arbeitsgruppen der Stiftung dem Projekt EvoKids – Evolution in der Grundschule. Eigens zum EvoKids-Projekt der Stiftung stellte Schriftsteller Max Kruse sein berühmtes Urmel zur Verfügung und schrieb das neue Buch Urmel saust durch die Zeit, das die kleinen Leserinnen und Leser auf eine ebenso lustige wie spannende Reise in die evolutionäre Vergangenheit führt. Warte, mir gar nicht aufsieht. Kinder sind begierig danach, mehr über den Ursprung des Lebens zu erfahren. Und das Wissen über evolutionäre Vorgänge hilft ihnen, ein angemessenes Verhältnis zur Natur zu entwickeln. Wer die Prozesse der Evolution begreift, der versteht auch, dass das menschliche Bewusstsein nicht plötzlich vom Himmel gefallen ist. Als evolutionär entstandene Wesen unterscheiden wir uns eben nur graduell, nicht prinzipiell, von anderen Lebensformen. Um es mit Albert Schweitzer zu sagen, wir sind bloß Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und das sollte sich auch in einem ethischeren Umgang mit nichtmenschlichen Tieren niederschlagen. Ich bin 2011 verlieh die Giordano-Bruno-Stiftung ihren mit 10.000 Euro dotierten Ethikpreis an die beiden Initiatoren des Great Ape Projects, Paola Cavalieri und Peter Singer. Ich finde es eine tolle Idee. Das Great Ape Project fordert gewisse Grundrechte. Das Recht auf persönliche Freiheit, auf Leben und körperliche Unversehrtheit für unsere nächsten tierlichen Verwandten ein. Die Schimpansen und Bonobos, Gorillas und Orang-Utans. Nach dem Festakt übernahm GBS-Beirat Colin Goldner die Leitung der deutschen Sektion des Projekts
und sorgte zusammen mit dem Primatologen Volker Sommer dafür, dass das Thema in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wurde. Es geht um nichts weniger als um die Notwendigkeit, die künstlich hochgezogene speziesistische Barriere in den Köpfen der Menschen zu durchbrechen. Eine Studie Goldners über die Lebensbedingungen von Menschenaffen in deutschen Zoos wurde im Frühjahr 2014 von der Giordano-Bruno-Stiftung in Kooperation mit verschiedenen Tierschutz- und Tierrechtsverbänden im Haus der Bundespressekonferenz vorgestellt. Viele Menschenaffen zeigen Symptome teils massiver psychischer Störungen. Sie können den ebenso tristen wie stressigen Zoo-Alltag nur mit Hilfe von Psychopharmaka überstehen. Solange sie als Eigentum gelten, das ausgebeutet, verkauft und getötet werden kann, wird sich an diesen Verhältnissen nichts ändern. Schade nur, dass ich nicht glauben kann, dass Giordano Bruno selbst im Himmel sitzt und das alles beobachtet. Und ich finde es auch recht passend, dass also von Giordano Bruno genannt ist, weil er ist so ein Held für Redefreiheit und Meinungsfreiheit. Die Forderung nach Grundrechten für Menschenaffen stößt insbesondere bei jenen auf Widerstand, die sich selbst als Ebenbilder Gottes verstehen. Womit wir bei einem Thema angelangt sind, für das die Giordano-Bruno-Stiftung ebenso berühmt wie berüchtigt ist. Wir sind für eine Ethik, die sich an den Interessen des Menschen orientiert und übrigens auch aller anderen Tiere, statt einer gottgefälligen Moral. Wir sind für Diesseits statt Jenseits, für Heidenspaß statt Höllenqual. Heidenspaß statt Höllenqual. Folgt den Herren, die sich bergen gegen Freude hier und heute nicht in ihr Jammertal. 2005 initiierte die Stiftung zum katholischen Weltjugendtag in Köln eine religionsfreie Zone, die unter dem Motto Heidenspaß statt Höllenqual Weltjugendtagsflüchtlingen Asyl bot. Die sogenannten christlichen Werte, die Politiker und Journalisten gerne im Munde führen, in ihrem Kern eben auch zutiefst inhuman und eine totalitäre Ausrichtung haben. Statt den Herren, die sich bergen gegen Freude hier und heute nicht in ihr Jammertal. Die Stiftung nutzt gern und häufig die Mittel der Kunst und der Satire, um auf ihre Themen aufmerksam zu machen. So marschierte der Künstler Wolfram Kastner als Papst verkleidet an der Seite eines Hitler-Darstellers durch München, Berlin und Trier, um auf die bis heute nachwirkenden Konsequenzen des Reichskonkordats hinzuweisen, das Nazi-Deutschland 1933 mit dem Vatikan geschlossen hatte. Sie haben einen der bekanntesten antifaschistischen Künstler hier, den Sie. Der Freiheitsgrad einer Gesellschaft lässt sich am besten daran bemessen, wie groß der Spielraum ist, den sie Künstlern, vor allem Satirikern, gewährt. Ich finde es wichtig, dass man sich engagiert, dass man sich an Gruppierungen wendet, die es ähnlich sehen, dass man sich einmischt, dass man einen atheistischen oder unreligiösen Standpunkt eben auch laut und deutlich macht. Man sitzt ja sein Leben lang am Schreibtisch und zeichnet mit den Knollennasen alleine vor sich hin und plötzlich steht man und redet zu Knollennasen. Viele Menschen halten Freiheit für etwas Selbstverständliches, aber sie ist eben hart erkämpft worden und sie geht auch wieder verloren, wenn man sich nicht dafür einsetzt. Entsprechend sensibel reagierte die Stiftung auf den sogenannten Karikaturenstreit, der durch die Veröffentlichung von 12 Mohammed-Karikaturen in der dänischen Zeitung Jyllands Posten ausgelöst worden war. Als in der Politik daraufhin der Ruf nach einer Verschärfung des sogenannten Gotteslästerungsparagraphen laut wurde, startete die Giordano-Bruno-Stiftung eine Petition zur Stärkung der Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit. Ich kam von einer Reise zurück und habe an dem Tag den Fernseher angemacht und sah dann plötzlich, wie die Botschaften brannten und wie da Menschen starben. Und vor allen Dingen sah ich die Reaktion des Westens darauf, der zutiefst verunsichert war. Und es hieß sofort, ja, wir müssen zurückhaltend sein, wir dürfen halt uns über Religionen jetzt auch nicht so lustig machen, das sind auch Grenzüberschreitungen. Ich war so empört darauf hin, weil meine Zunft auch getroffen war. Es ging ja um Karikatur.
dass ich mich spontan hingesetzt habe und an einem Vormittag habe ich 6 oder 7 Cartoons dazu gezeichnet. In Deutschland dürfen Homosexuelle offen ihren Lebensstil ausleben und seit kurzem sogar heiraten. Wie ist Ihre Einstellung zu sexuellen Minderheiten? Allah hasst die Schwulen und sie sollen zur Strafe ihrer Schande von der Spitze des höchsten Berges in die Tiefe gestürzt werden. Nun, diese Antwort bringt uns in Schwierigkeiten. Halten Sie mich bitte nicht für islamfeindlich, aber wenn Sie mit Ihrer Frau nach Norddeutschland einwandern wollen, haben wir ein Problem. In Schleswig-Holstein gibt es keine Berge, aber wie wär's mit Bayern? Auch gut. Kurze Zeit nach dem Karikaturenstreit schloss sich die Giordano-Bruno-Stiftung einer Kampagne der Vorsitzenden des Internationalen Komitees gegen die Todesstrafe, Mina Ahadi, an. Diese protestierte gemeinsam mit der kanadischen Schönheitskönigin Nazanin Afshin-Jam gegen die Todesstrafe, die gegen die 18-jährige Nazanin Fatihi im Iran verhängt worden war, nachdem die sich gegen eine Gruppe von Vergewaltigern zur Wehr gesetzt hatte. Dank des Blutgeldes, das im Zuge der Kampagne gesammelt wurde, konnte Nazanin Anfang 2007 das Gefängnis verlassen. Mit dieser erfolgreichen Rettungsaktion begann die langjährige Zusammenarbeit der GBS mit Mina Ahadi. Fast täglich bekomme ich Anrufe aus iranischen Todeszellen. Jugendliche, Frauen und Menschen allein deswegen, weil sie haben keine Glauben mehr oder sie haben außereheliche Sex gehabt, sie sitzen in Todeszelle. Wir versuchen, diese Menschen zu retten. Mit Giordano Bruno Stiftung habe ich eine Kooperationspartner gefunden. Die haben uns oder mich geholfen und wir haben alle zusammen sehr viele Menschen gerettet. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Gemeinsam mit der Giordano Bruno Stiftung stellte Mina Ahadi im Jahr 2007 den Zentralrat der Ex-Muslime mit dessen Kampagne »Wir haben abgeschworen« vor. Nie zuvor bekannten sich ehemalige Muslime in dieser Offenheit dazu, dem Islam abgeschworen zu haben. Eine Handlung, für die der Koran die Todesstrafe vorsieht. Mittlerweile sind nach dem deutschen Vorbild in vielen Ländern der Welt Organisationen von Ex-Muslimen entstanden. Religionskritik ist unerlässlich, solange Menschen ihr Leben im Diesseits für ein vermeintliches Glück im Jenseits aufopfern. Das betonte auch Julian Huxley, der den Gründungskongress der International Humanist and Ethical Union leitete und zusammen mit Albert Einstein und Thomas Mann im Gründungsbeirat der First Humanist Society of New York saß. 2007 war auch das Jahr, in dem eine breite Debatte über den sogenannten neuen Atheismus geführt wurde. Im Fernsehen, Radio sowie in den Printmedien stritt man ausführlich über den vermeintlichen Kreuzzug der neuen Atheisten, wobei im deutschsprachigen Raum vor allem GBS-Vertreter zu Wort kamen. Ausgelöst wurde der Medienhype durch den Erfolg des Buches »Der Gotteswahn« von Richard Dawkins, der noch im selben Jahr mit dem Deschner-Preis der Giordano-Bruno-Stiftung ausgezeichnet wurde. It's of course a huge honor and pleasure for me to receive this prize, especially in the name of Karl-Heinz Deschner, and of course especially from a foundation named after the immortal Giordano Bruno. Die Stiftung hat ihren Preis für Religions- und Ideologiekritik nach dem Autor der Kriminalgeschichte des Christentums, Karl-Heinz Deschner, benannt. Herbert Steffen, der die Giordano-Bruno-Stiftung 2004 gründete, unterstützte den Kirchenkritiker von Beginn der 90er Jahre an bis zu Deschners Tod im April 2014.
Halbwahrheiten und Viertelwahrheiten. Sie genieren sich dafür nicht. Also wenn ich 2000 Jahre die Kirche der Liebe, denn wir sind nämlich Brüder und Schwestern, alle hier. Und wir sprechen dialoghaft. Wir gehören zusammen, Herr Dechner. Ich würde Ihnen das ja gerne glauben, wenn Sie immer, aber Ihre Kirche hat doch durch 2 Jahrtausende Menschen verfolgt. Sie haben doch Millionen... 2000 Jahre Liebe. So, 2000 Jahre Blutzeige. 2000 Jahre Judenverfolgung. 2000 Jahre Ketzerverfolgung. Reden Sie doch nicht so historischen Blödsinn zusammen. Historischen Blödsinn? Aber diese Pauschalierung, diese Generalisierung. Und man muss ja eben auch sehen, dass die Kirchen eine enorme Macht hatten. Und das über Jahrhunderte hat sich doch niemand getraut, etwas dagegen zu setzen. Wir sind doch jetzt erst langsam in der Lage, solche Sachen zu formulieren. Dass ich das hier so im Fernsehen sagen darf, das wäre vor einigen Jahren noch gar nicht möglich gewesen. Der evolutionär denkende Mensch kann nicht mehr Schutz vor der Einsamkeit suchen, indem er sich in die Arme einer zum Gott erhobenen, von ihm selbst geschaffenen Vatergestalt flüchtet. Denn wer das Atom spalten kann, sagt Michael Schmidt-Salomon, und über Satelliten kommuniziert, der muss die dafür erforderliche emotionale und intellektuelle Reife besitzen. Und eine Mythologie, die 2000 Jahre alt ist und von einer primitiven Hirtenkultur entwickelt wurde, wird uns dabei nicht weiterhelfen. Dankeschön. Aufgrund des zunehmenden Fundamentalismus weltweit ist Religionskritik weiterhin notwendig. Aber sie ist natürlich kein Selbstzweck. Dass wir dennoch vorwiegend als religionskritische Organisation wahrgenommen werden, liegt daran, dass die Religionen noch immer allzu häufig den Selbstbestimmungsrechten im Wege stehen, für die wir uns als humanistische Stiftung einsetzen. Wir betreiben in Deutschland eine Politik, die permanent bereit ist, Grundrechte zugunsten von Fundamentalisten einzuschränken. Heute hat der Bundestag Rechtssicherheit geschaffen. Säuglinge dürfen von Geburt an beschnitten werden. Die Abgeordneten reagierten damit auf ein Urteil des Kölner Landgerichts. Es hatte die Beschneidung als Körperverletzung gewertet und damit für heftige Kritik bei Juden und Muslimen gesorgt. Um das Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit ging es beispielsweise in der Kampagne »Mein Körper gehört mir«, mit der sich die GBS in die Debatte um die rituelle Beschneidung einschaltete. Zumal das Gericht nichts anderes gemacht hat, als das Gesetz angewendet und das Gesetz auf dem Boden des Grundgesetzes angewendet hat. Wir müssen uns doch fragen, was gilt denn mehr, Religion oder Recht? Es geht ja auch um die Langzeitfolgen, die diese Kinder ihr Leben lang haben. Da sagt plötzlich der Deutsche Bundestag, wir wollen keine Debatte. Aufgestachelt durch Religionsverbände. Ich habe bislang das Gefühl gehabt, dass die Sensibilität für dieses Thema nicht vorhanden war. Dass einfach hingenommen wurde, da werden Kinder verletzt. Niemand hat darüber nachgedacht, niemand hat die Risiken einmal in den Blick genommen. Deswegen fordert hier die Deutsche Kinderhilfe, eine Debatte zuzulassen, denn die ist dringend nötig. Erschreckende Fälle von Missbrauch und Vergewaltigung von Kindern bringen großes Leid über die Opfer und deren Familien. Manche wollten einfach anerkennen, das Unrecht, was ihnen geschehen ist. Und da haben wir als Giordano-Bruno-Stiftung gesagt, da muss es jemand wegen, der gegen diese starken Kirchen, die ja doch immer wieder die Möglichkeit haben, in ihrem Sinne die Öffentlichkeit zu informieren, da etwas gegenzuhalten. Und deswegen haben wir uns da so engagiert. 2010 half die Giordano-Bruno-Stiftung, das Schicksal der vielen Misshandelten, missbrauchten und entrechteten Heim- und Internatskinder ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Mit den Verbänden der ehemaligen Heimkinder organisierte sie die große Heimkinder-Demo »Jetzt reden wir« in Berlin sowie eine Heimkinder-Pressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz. Um die Wahrung von Selbstbestimmungsrechten geht es der Stiftung auch in ihren islamkritischen Aktionen. Selbstbestimmung statt Gruppenzwang lautete das Motto der 2. kritischen Islamkonferenz, die die Giordano-Bruno-Stiftung mit ihren Kooperationspartnern im Mai 2013 in Berlin ausrichtete. Die Konferenz ermöglichte erstmals eine gemeinsame Positionierung von Islamkritikerinnen, Ex-Muslimen und liberalen Muslimen gegen Fremdenfeindlichkeit und reaktionäre Islamverteidigung und eröffnete neue Perspektiven für die sogenannte Integrationsdebatte.
Wichtig ist, dass wir die Integrationsdebatte entislamisieren, dass wenn wir über Integration reden, nicht über muslimischen Religionsunterricht oder Imam-Ausbildung reden, das führt nicht zu Integration, sondern Zugang der jungen Muslime zum Arbeitsmarkt, der Abbau der geistigen Mauer, die besteht zwischen der deutschen Gesellschaft und Muslimen. Diese Demokratie zu erhalten, fordere ich, dass der Staat mehr säkulare Haltung einnimmt und klar die Religion aus dem öffentlichen und staatlichen Leben ausfällt, dass der Mensch Privatsache. Gegen die Missachtung von Selbstbestimmungsrechten richtet sich auch die Kampagne gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz, die die Giordano-Bruno-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten und dem Alibri-Verlag initiierte. Und das ist echt der Hammer. Denn die Kirche ist ja, das wissen Sie, nicht nur der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland, sondern auch mit Abstand der unsozialste. Au! Was soll denn das? Das darfst du gar nicht. Bin doch längst ausgetreten aus deinem Verein. Aua, au! Weil immer mehr Menschen sich geweigert haben, in Diakonie und Caritas sich gefallen zu lassen, wie man ihre Grund- und Menschenrechte einschränkt. Da gilt kein Streikrecht, da gilt das Betriebsverfassungsgesetz nicht. Dass dieses kirchliche Arbeitsrecht weg muss, insbesondere weil die Kirchen gar nicht für das Altenpflegeheim oder das Krankenhaus oder den Kindergarten zahlen, da müssen auch die Grundrechte gelten. Selbstbestimmungsrechte werden Menschen auch am Lebensende verwehrt. Auch hier spielen religiöse Vorbehalte eine große Rolle. Deshalb trat die Giordano-Bruno-Stiftung 2014 in Kooperation mit anderen humanistischen Verbänden mit der Kampagne »Mein Ende gehört mir« an die Öffentlichkeit, nachdem Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe erklärt hatte, den ärztlich assistierten Suizid verbieten zu wollen. Einer der Aktiven der Kampagne ist der Berliner Arzt und Sterbehelfer Uwe Christian Arnold. Man darf das Recht auf Leben nicht mit einer Pflicht zum Leben verwechseln. In einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft sollten schwerstkranke Menschen ein Recht auf letzte Hilfe haben, wozu nicht nur eine bestmögliche palliativmedizinische Versorgung gehört, sondern auch die Möglichkeit, selbstbestimmt mit Unterstützung eines Arztes aus dem Leben scheiden zu können, wenn das Leben unerträglich wird. Dann habe ich heute bekommen diese schöne Zeichnung von Herrn Haderer. Ungleiche Zwillinge, hier die erste Hilfe, da die letzte Hilfe, also die Sterbehilfe. Wunderbar. Umfragen zeigen, dass mehr als 80% der deutschen Bevölkerung für das Recht auf selbstbestimmtes Sterben eintreten. Ein deutlicher Hinweis auf den starken Säkularisierungstrend, der in den letzten Jahren in Westeuropa, insbesondere in Deutschland, stattgefunden hat. Der Sozialwissenschaftler Carsten Frag, der mit Unterstützung der Giordano-Bruno-Stiftung die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland aufgebaut hat, kann diesen Säkularisierungstrend anhand zahlreicher Studien belegen. Wir haben aktuell in Deutschland rund 36% konfessionsfreie Menschen, also keine Kirchenmitglieder, 30% Katholiken und 29% evangelische Kirchenmitglieder, sodass die Konfessionsfreien mittlerweile die größte Einzelgruppe stellen. Und wenn man sich die Großstädte anschaut, gibt es einen ganz unverbrüchlichen Trend in den deutschen Großstädten, dass immer mehr auch westdeutsche Großstädte konfessionsfrei sind. In Berlin, in Hamburg sind schon mittlerweile 60-70%. Aber auch Düsseldorf ist, wie ich hörte, im vergangenen Jahr konfessionsfrei geworden. Der generelle Trend, auch in der europäischen Rechtsprechung, geht auf eine stärkere Beachtung der Rechte des Individuums und der Ablösung der Rechte der Korporationen, also der sozusagen Kirchen als Gesellschaften. Die Einzelnen werden sagen, ich möchte mein Leben so leben, wie ich es mir selbst vorstelle, und dafür gibt es auch viele Sympathisanten und auch viele Entwürfe. Es lebe die bunte Vielfalt. In vielen öffentlichen Institutionen ist dieser Einstellungswandel allerdings nur unzureichend angekommen. Dies bekamen 2009 die sogenannten 7 Gottlosen, zu denen auch Frag gehörte, zu spüren, als sie die in England gestartete säkulare Buskampagne nach Deutschland holen wollten. Ganz Berlin war zugekleistert mit Poreni-Plakaten.
Plakatkampagnen, Werte brauchen Gott. Im Unterschied zu anderen europäischen Ländern weigerten sich die Verkehrsunternehmen in Deutschland ihre Busse mit der Aufschrift: Es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott, ein erfülltes Leben braucht keinen Glauben, fahren zu lassen. Jesus rettet dich und Jesus liebt dich und so weiter. Das kann also überall in U-Bahnen gesagt werden. Wie gesagt, es darf auch für das größte Bordell Berlins geworben werden. Aber eine Werbung, die ja ein naturalistisches Weltbild vermittelt, die wird verboten. Also beschlossen die sieben Gottlosen, aus der Not eine Tugend zu machen und tourten mit einem gemieteten Doppeldeckerbus durch die Lande. Die säkulare Deutschland-Tour führte über 30 Stationen quer durch die Republik und wurde zu einem großen PR-Erfolg. Aktionen wie die säkulare Buskampagne, die Gründung des humanistischen Pressedienstes, wie auch die zahlreichen Auftritte von GBS-Vertretern in Presse, Funk und Fernsehen haben das weltanschauliche Klima in der Gesellschaft deutlich verändert. Glaubst du noch oder denkst du schon? Gott ist tot, also genießt das Leben. Gott ist eine Behauptung, die von Menschen gemacht wurde. Nein. Na, selbstverständlich. Gibt es denn irgendeinen Beweis dafür? Natürlich. Ja, Jesus. Heute wird sehr viel offener über religiöse Indoktrination diskutiert als noch vor wenigen Jahren. Und auch die Privilegien der beiden christlichen Großkirchen werden immer häufiger in Frage gestellt. So wenige, wir sind so viele, aber Gott hat euch trotzdem lieb. Wie sehr sich die Verhältnisse gewandelt haben, wurde mir schlagartig bewusst, als ich auf der Abschlusskundgebung der Demo Keine Macht den Dogmen sprach. 2005, zum Weltjugendtag, hatten wir es gerade mal geschafft, 200 Leute auf die Straße zu bringen. 2011 demonstrierten 15.000 Menschen gegen die Rede des Papstes im Bundestag. Warum wird die katholische Kirche nicht mit den gleichen Maßstäben gemessen wie andere Institutionen auch? Würde eine andere Organisation mit vergleichbarem Strafregister nicht längst schon vom Verfassungsschutz beobachtet? Wir fordern von den deutschen Politikerinnen und Politikern: Legen Sie endlich den falschen Respekt vor der Amtskirche ab. Natürlich sind die Veränderungen der letzten Jahre nicht allein auf die Aktivitäten der Giordano-Bruno-Stiftung zurückzuführen. Aber ein klein wenig haben wir dazu schon beigetragen. Das 10-Jahres-Jubiläum haben die Stiftungsverantwortlichen zum Anlass genommen, um grundsätzlicher über die Ausrichtung der Stiftung nachzudenken. So sollen die positiven Aussagen des evolutionären Humanismus künftig stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Es kann nicht allein damit getan sein, dass wir Kirchenkritik betreiben. Wir müssen auch ein alternatives, verständliches und akzeptiertes Weltbild entwerfen, mit denen sich die Menschen, die gewillt sind, nachzudenken, identifizieren können. Nicht nur die Giordano-Bruno-Stiftung, sondern insgesamt hat die Aufklärungsbewegung mit einem Imageproblem zu kämpfen. Denn Aufklärer, die weder an die Erlösung von dem Bösen noch an die Auferstehung von den Toten glauben, stehen in dem Ruf, hoffnungsvolle Illusionen durch trostlose Wahrheiten ersetzen zu wollen. Dass das viele Menschen abschreckt, ist nicht verwunderlich. Deshalb wollen wir in Zukunft noch klarer aufzeigen, dass es Hoffnung selbstverständlich auch jenseits der Illusionen gibt. Schmidt-Salomon hat zum 10-Jahres-Jubiläum der Stiftung ein Buch veröffentlicht, das die positive Botschaft des evolutionären Humanismus in besonderer Weise zum Ausdruck bringt. In Hoffnung Mensch legt er dar, wie es der Menschheit im Verlauf der kulturellen Evolution immer besser gelang, die Geheimnisse der Natur zu ergründen. Wie sie immer raffiniertere technische und medizinische Verfahren erfand, Kunstwerke von atemberaubender Schönheit erschuf und sich allmählich von den Zwängen des Rassismus, Nationalismus und Sexismus befreite. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders.
Vergessen wir nicht, wo die Menschheit noch Anfang des 20. Jahrhunderts stand. Sie wusste noch nichts vom Urknall, von fremden Galaxien und schwarzen Löchern, von den Vorgängen im Atom und in der Sonne. Sie ahnte noch nichts von der Bedeutung der DNA, den neuronalen Grundlagen des Bewusstseins und den Möglichkeiten des Internets. Ihre medizinischen Kenntnisse waren noch so begrenzt, dass schon kleinste Schnittverletzungen den Tod bedeuten konnten. Auch in ethisch-politischer Hinsicht lebte die Menschheit in einem völlig anderen Zeitalter. Es gab kaum Demokratien und die wenigen demokratischen Länder, die es gab, gewährten den Frauen selbstverständlich kein Wahlrecht. Minderheiten wurden rigoros verfolgt, Lesben und Schwule diskriminiert, Kinder gezüchtigt, Rassismus und Chauvinismus boomten und der Krieg wurde mit solchem Enthusiasmus begrüßt, als handle es sich um ein internationales Sportereignis. Im Laufe der Jahrtausende haben unzählige Menschen rund um den Globus daran mitgewirkt, dass sich die Menschheit auf den Gebieten der Wissenschaft, der Technik, Medizin, Kunst, Ethik und Politik in erstaunlichem Maße weiterentwickeln konnte. Tragischerweise wurden viele dieser Vordenkerinnen und Vordenker zu Lebzeiten nicht geachtet, sondern geächtet. Nicht wenige von ihnen mussten ihr Engagement sogar mit dem Leben bezahlen, wie die französische Revolutionärin und Frauenrechtlerin Olympe de Gouges, die 1793 in Paris unter der Guillotine starb. Oder Giordano Bruno, der im Jahr 1600 in Rom auf dem Scheiterhaufen der sogenannten Heiligen Inquisition verbrannt wurde. Doch auf lange Sicht ließ sich der kulturelle Fortschritt nicht aufhalten. Selbstverständlich ist er nicht überall in gleichem Maße erfolgt, aber es ist kein Zufall, dass die Länder, bei denen die technologische und rechtspolitische Entwicklung am weitesten vorangeschritten ist, zugleich auch den höchsten Grad an Säkularisierung aufweisen. Das weitgehend säkularisierte Westeuropa ist heute, trotz Euro-Krise und zunehmender Umverteilung von Arm auf Reich, die stabilste und gewaltfreiste Region, die in der Menschheitsgeschichte je existiert hat. Eine rationalere und fairere Weltinnenpolitik könnte dafür sorgen, dass in den nächsten Jahrzehnten in anderen Erdteilen ähnliche Verhältnisse entstehen. An der Verwirklichung dieser Utopie arbeiten heute viele Millionen Menschen weltweit. Sie versuchen trotz massiven Widerstandes, bessere Bedingungen für menschliche wie nichtmenschliche Lebensformen rund um den Globus zu schaffen. Die Giordano Bruno Stiftung ist nur ein kleiner Bestandteil dieser globalen Emanzipationsbewegung. Was sie von anderen Organisationen unterscheidet, ist, dass sie sich nicht um ein spezifisches Einzelthema wie Ökologie, Sterbehilfe, Tierrechte oder Religionskritik kümmert, sondern einem allgemeineren Ansatz folgt. Der von ihr vertretene evolutionäre Humanismus erlaubt klare Positionen zu vielen unterschiedlichen Themen. Aber er bietet, im Unterschied zu den Religionen, keine Heilslehre an. Denn der evolutionäre Humanismus kennt weder unantastbare Propheten noch heilige Schriften, die der Kritik entzogen werden könnten. Und so unterscheidet sich der evolutionäre Humanismus von heute deutlich von dem Konzept, das Julian Huxley vor 50 Jahren vorlegte. Und er wird zweifellos in Zukunft wieder andere Formen annehmen, die sich von den gegenwärtigen Auffassungen der Giordano-Bruno-Stiftung gravierend unterscheiden werden. Anders als die meisten theologischen Lehrgebäude akzeptiert das neue Denksystem Wandel und Fortschritt als unvermeidbar, ja, als erwünscht, da ihm jede Neuerung willkommen ist, selbst wenn sie althergebrachten Denkweisen zuwiderläuft. Viel zu lange schon wurde das Denken der Menschen durch starre politische oder religiöse Ideologien bestimmt. Noch heute üben sie einen verheerenden Einfluss auf die internationale Politik aus. Aber es könnte sein, dass sich dies in den nächsten Jahrzehnten ändern wird. Denn nichts wirkt so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.